Ja, und schon sind auch die Studentenzufriedenheit um 1 Prozentpunkt nach oben gegangen. Das heißt, wir können sogar schon relativ bald den Straßenbauausbau beginnen. Wir ziehen dann nämlich einfach die Runde hier rum. Dann ist das gut. Das hier belassen wir, weil das sind ja nur Abrisskosten. Ja, wir beginnen schon mal mit dem Ausbau. So. Nein! Ach, ich hasse dieses Geräusch jedes Mal. Was? Was für ein Ziel? Ach so, die 3 Straßenbahnen, hä? Ja, jetzt habe ich vor Schreck hier eine. Super. Oh, wo kommt das Geld jetzt auf einmal her? Ist das hier eine Einbahnstraße? Nein. Dann Linie 2. Geschwindigkeit runter, Haltestellen hinzufügen. Ich hätte mal ganz gerne. Welche ist das hier? Die 86? Da. Haltestellen hinzufügen. Gut. Hätte mir das auch erledigt. Ich hoffe mal nicht, dass die benötigten Fahrzeuge dadurch gestiegen sind. Doch, 11 brauchen wir jetzt auf einmal. Gut, nochmal eine kurze Pause. Ich bin so bescheuert, bin ich. Nicht ganz. Und los. Zumindest 10. Kommt schon. Jawohl. Dann für die nächsten 1600 bereithalten. Die neue Quest. Ich bin der niederste aller Anhänger des Mechanikers. Geschmiert sei sein Name. Er leitet mein Steuer in seinem unendlichen vehikulären Ratschluss. Er wacht über unsere Autos, wenn wir fort sind. Er wuchtet unsere Reifen aus. Und doch ist er auf unerschließliche Art auch der gebrochene Bolzen. Weh uns in diesem Carbon-Zeitalter! In den heiligen Schriften und Wartungsprotokollen steht geschrieben, dass wir Ungleichgewicht herstellen müssen, um Balance zu schaffen. Ja! Richten Sie eine Buslinie ein, richten Sie eine Straßenbahnlinie ein, richten Sie eine O-Buslinie ein und richten Sie eine U-Bahnlinie ein. Meine Güte, die Frau hat Vorstellungen. Alles relativ dicht beieinander. Na gut. 10.000 prägt das ein. Jetzt habe ich aber erstmal andere Sorgen, nämlich hier das 11. Fahrzeug zu beschaffen. Und dann müssen wir nochmal hier gucken, bei diesem Straßenbahndepot, wie ist hier überhaupt Auslastung? Gut, ist jetzt um die Uhrzeit natürlich schwierig zu sagen. Aber ich setze mal voraus, dass es mit den Fahrzeugen, die wir hier haben, passt. Ach ja, hier wollten wir umsatteln, gell? Da bräuchten wir dann 13.000.
8 mal 1300. Wird sich gleich zeigen, ob ich mich verrechnet habe. Ja, und zwar ziemlich brutal. Nehmen wir dann auch gleich hier. Ach Quatsch, wir nehmen erstmal noch die hier. So. Da müssen wir dann einfach mal die Auslastung im Auge behalten. Würden Sie mir wohl behilflich sein? Ich träume in letzter Zeit ständig, dass ich im Bus durch mein altes Viertel fahre. Könnten Sie eine Linie durch mein Kindheitsviertel errichten? Ja, kann ich machen. Irgendwann. Da fährt doch schon was. Sogar ein Bus. Irgendwie hat sich diese Frau bei mir gerade sehr unbeliebt gemacht. Ich kann mir nicht wirklich helfen, warum, aber... Ja, das ist die Welt von heute. Zu faul, ein paar Meter mehr zu laufen. Ja, ich weiß. Bitte mach mir da jetzt nur keinen Stress. Wir haben viel zu wenig Fahrzeuge hier. Das hätten die schreiben müssen. Eieieiei. Ja, doch. Gerade stagnieren die Einnahmen wieder ein bisschen. Ach du lieber Herr Gesangsverein. Sind wir mal wieder wirtschaftlich im Aufschwung, hä? Das gefällt mir natürlich. Was mir weniger gefällt, ist, dass irgendwann auch wieder ein Abschwung kommt. Gut, das Verhältnis Inspektoren-Bußgelder ist ganz okay. Das können wir so lassen. Achso, die wollen natürlich auch besser bezahlt werden. Gut, das kann man natürlich machen. Gehen wir mal auf 80% jeweils. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem gewesen. Komm, nur 200! Ja! Zack! Sehr schön. Na, was ist denn da los? Aha. Okay. Naja.
noch irgendwo so viel Verkehr? Nee. Ansonsten geht's. Das hier unten ist halt jetzt interessant, aber gut, da muss man dann halt gegebenenfalls auch die Straße dann einfach ausbauen. Oder umbauen, sagen wir es mal so rum. Jetzt brauchen wir das Geld aber erstmal anderweitig. Die Straßenbahn braucht nämlich noch zwei Fahrzeuge. Im Optimalfall. Also tagsüber gehen die Einnahmen echt ganz schön zurück. Das ist schon heftig, finde ich. Der Stau hier lässt auch nicht wirklich nach, ne? Hm. Wie sieht's denn auf unserer Lieblingsautobahn aus? Sich ganz okay. Müssen wir dann mal nachher zum Feierabendverkehr gucken. So, dann haben wir hier das. Ja, das läuft. Die sind gut ausgelastet. Wir sind auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Tendenz. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Steigen. Die Beliebtheit steigt kontinuierlich an, selbst bei den Studenten. So. Und während es auf den Nachmittag zugeht, hoffe ich, dass auch die Einnahmen wieder entsprechend steigen, damit wir dann gleich das nächste... Ja, ist ja gut, um Gottes Willen, ich komme mir kaum hinterher. Dass wir dann bald die nächsten Straßenbahnen da kaufen können. Okay. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Komm auf, dass ich das in der Folge noch hinkrieg. Also das mit dem Obus, das kann so nicht bleiben. Die werden hier dermaßen aufgehalten in dem Sektor. Wir müssen hier auf jeden Fall dann in der nächsten Folge eine Busspur bauen. Das ist dann also unser nächstes Ziel. Ich gucke mal ganz kurz, was die kostet. Was haben wir denn da? Die hier brauchen wir, gell? Ja. Ja... Also mit 2000 sollten wir rechnen. Okay. Die Straßenbahnlinie 1 dürfte damit voll ausgerüstet sein.
Oder ausreichend, sagen wir es mal so rum. Ach du Scheiße. Also ohne die Mittelspur hätten wir echt verloren. Da müssten wir dann wirklich die Dings bauen, die U-Bahn-Schiene quasi. Wobei ich sowieso am Überlegen bin, ob ich das Stück nicht vielleicht sogar tatsächlich als Hochbahn baue. Ist das möglich? Dass ich da ansetze? Nein. Was ist jetzt los? U-Bahn-Gleis bitte. Nicht wirklich, hä? Ach so. Moment. Probieren wir es mal kurz hier. Nicht genügend Platz zum Bauen. Ja, aber wieso denn nicht? Wieso kann ich keine Straßenbahngleise auf Straßen bauen, aber das hier geht? Hä? Bei aller Liebe, aber was ist das denn jetzt? Da ist jetzt guter Rat teuer. Dann ist die einzige denkbare Alternative wirklich, dass wir quasi die Straßenbahn hier rausholen. Irgendwie. Über eine Brücke führen, hier rein. Und dann hier unten zuführen. Dann könnte man hier auch noch eine kleine Haltestelle dazu bauen. Ich gucke mal ganz kurz, was eine entsprechende Brücke kostet. ...8500, gut. Dann ist auch das einer unserer zukünftigen Pläne. Nur mein Gott, ich bin schon wieder fast in Überlänge. Aber es ist egal, wir haben gerade eine ganze Menge Geld über. Ja, aber scheiße, die Abrisskosten. 3000. Gut. Dann sind das unsere nächsten Pläne. Auf jeden Fall, in jedem Fall in der nächsten Folge wird hier die Bushaltestelle, die Busspur gebaut. Und alternativ schauen wir dann, dass wir hier das mit der U-Bahn-Brücke machen. Und ja genau, dann führen wir die... Hier ist eh keine Haltestelle, sehe ich gerade. Das heißt, wir führen die hier raus. Machen hier dann noch einen Stopp. Hier über die Brücke. Gutes. Das machen wir vielleicht sogar vor der Busspur. Wartet mal kurz. Ja, bei der Straßenbahn ist es dringender. Also, dann wisst ihr Bescheid. Nächste Folge, oder besser gesagt, nächste Aufnahme, je nachdem, wie es mit einer Einnahme läuft, wird die U-Bahn-Brücke gebaut. Und alles Weitere sehen wir dann. Unsere Straßenbahnlinie ist in Betrieb und sie läuft hervorragend.
Das ist das, was wir in dieser Folge erreicht haben, worauf ich ziemlich stolz bin. Und Busdepot 5? Die Linie 6. Kaufen wir halt noch einen. Ist mir recht. Also daran soll es jetzt nicht scheitern. Ach Gott, Leute, ich würde ja ganz gerne mal Schluss machen. Fahrscheinpreis zu niedrig. So. Okay. Jetzt aber wirklich verabschiede ich mich für diese Aufnahme. Und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn wir die nächsten größeren Projekte angehen. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao.